Ja, moin moin liebe Leute und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar will ich euch heute ein kleines Tutorial zu meinem Server vorstellen. Ja, und hierfür würde ich sagen, fügen wir gleich mal den Server hinzu. Und zwar gehen wir einfach auf hinzufügen, den mc.buildbros.tk ein, und jetzt ist der Server schon dabei und wir können joinen. IP ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. So, wir kommen auf den Server und haben hier diese Ausrüstung, habe ich jetzt gerade nicht gehabt. Und jetzt klicken wir gleich auf den Teleporter und hier können wir uns überall hin teleportieren, wo wir wollen. Wow, die Kommentare schon, ja. Und jetzt wollen wir natürlich einen Plot haben, ist klar, weil es ist ja ein Survival-Server. Und ja, Akrobatik-Skill habe ich gerade mehr bekommen. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, haben wir schon ein paar Roleplay-Plugins drauf. Das ist ziemlich cool. Und deshalb gehe ich jetzt mal auf ein neues Plot. Ein neues Plot können wir bekommen, indem ich auf Commands gehe und hier auf Grundstücksmenü und dann einfach Claim a Plot nehmen. Das heißt, es nimmt einfach irgendein Plot. Ja, das heißt, ich habe jetzt da irgendwas bekommen. Am gelben Rand erkennt man, dass das ein neues ist. Wie ihr sehen könnt, ist es jetzt gerade auch hier. So, und hier können wir jetzt gleich bauen. Und jetzt kann ich euch gleich ein paar coole Sachen zeigen. Und zwar hat MCMMO ein paar coole Features drin. Und zwar klickt mal mit der rechten Maustaste, dann steht hier You're ready, die Schaufel, und plötzlich sind wir super stark mit der Schaufel und hier hat eine Effizienz, eine wahnsinnige Effizienz. Und das geht natürlich eine Weile und das kann man auch leveln, dass man zum Beispiel auch mehrere Sachen dann rausbekommt. Und wenn es dann vorbei ist, wird ein Feuerwerk abgeschossen. So, und das kann man natürlich leveln. Was ist das gerade für ein interessanter Bug hier? Naja, auf jeden Fall habe ich hier jetzt einen Haufen Items bekommen, die will ich eigentlich verkaufen, würde ich sagen. Aber wo geht denn das hier? Das ist ganz einfach. Ihr klickt auf den Teleporter, geht jetzt auf Shop und da könnt ihr dann im Shop online was verkaufen. Aber wie bekommt man jetzt eigentlich Geld so? Ja, das ist auch ganz einfach. Und zwar, ihr klickt auf den Teleporter, auf Commands und auf Jobs. Da könnt ihr nämlich jetzt Berufe auswählen. Und ich habe jetzt hier Woodcutter, Miner und Builder. Man kann drei Berufe auswählen. Und sobald ihr dann irgendwas abbaut, zum Beispiel Stein, ein paar, dann bekommt ihr Geld dafür. Wie du sehen kannst. Ja, und mit dem Geld könnt ihr dann im Shop verkaufen und kaufen und so weiter. Und wie könnt ihr jetzt eigene Angebote erstellen und Sachen verkaufen? Da klickt jetzt auf den Teleporter wieder auf Shop. Und jetzt wollen wir für diesen coolen Online-Shop hier einen Zugang erstellen. Und hierfür klickt ihr auf Neues Passwort anfordern. Und jetzt bekommen wir hier ein Standard-Passwort. Das ist H27 sichtbar. 27. Und hier müsst ihr einfach euren Nutzernamen eingeben. So, und jetzt muss ich ein neues Passwort wählen. Das ist halt aus Sicherheitsgründen so. So, und jetzt haben wir schon die Website offen und können unter My Items die Sachen verkaufen, die ich jetzt nicht reingemacht habe. Und zwar klicken wir jetzt wieder auf Shop Inventar und legen es einfach rein in den Bruchstein. Dann können wir wieder auf die Seite gehen, das Zeug einfach auf Items verkaufen und damit sozusagen 1,2 zum Beispiel verkaufen. Das ist ganz günstig, würde ich sagen. So, und jetzt steht schon ein Angebot von mir herin. Natürlich kann ich auch von anderen was kaufen. Zum Beispiel von Lido Gorilla kaufe ich jetzt mal eins. Und das erscheint dann in meinem Inventar. Steht natürlich auch dann da, dass es angeboten wird. So, im Shop unter Shop Inventar können wir die Sachen dann wieder herausnehmen. Ja. Das ist eigentlich der Shop. Wir haben natürlich dann weiters auch noch eine Minewelt, da könnt ihr überall Sachen abbauen, wird ab und zu regeneriert, und ein Paintball-Minigame. Ja, das war eigentlich die gesamte Sache, alles was wir am Server so haben. Ich hoffe, euch gefällt der Server. Wenn euch gefällt, dann schaut doch mal vorbei auf mc.buildbros.tk. Ich würde mich natürlich auch
über Verbesserungsvorschläge und einen Like freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!